Kork ist einer der ältesten natürlichen Rohstoffe, die wir kennen und nutzen. Er wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen, die vorwiegend im Mittelmeerraum wächst. Die Korkwälder binden jährlich 14 Millionen Tonnen CO2. Das entspricht dem Jahresausstoß von etwa 4 Millionen Autos. Portugal ist mit rund 736.000 Hektar das größte Korkanbaugebiet. Die portugiesischen Korkwälder, Montados genannt, sind wichtige Ökosysteme mit einer einzigartigen Pflanzenvielfalt. Zudem bietet der Wald rund 200 Tierarten Zuflucht, die es nur in dieser Region gibt. Darunter einige bedrohte Spezies. Die Korkeiche existiert seit 30 Millionen Jahren. Ein Baum kann bis zu 200 Jahre alt werden. Denn um die Korkrinde zu ernten, wird er nicht gefällt, sondern geschält. Kork ist Hightech aus der Natur. Jeder Kubikzentimeter besteht aus bis zu 40 Millionen Zellen mit extrem elastischer Membran. Die wabenförmige Struktur und die darin eingeschlossenen Gase machen Kork so leicht und isolierend, so schall- und vibrationsdämmend. Wasser- und feuerfest ist Kork durch die harzähnliche Substanz Suberin, aus der die Zellwände vorwiegend bestehen. Einzigartig ist die Ernte. Es dauert ca. 25 Jahre, bis die Korkrinde zum ersten Mal geschält werden darf. Erntezeit ist zwischen Mai und August. Noch heute schälen die Bauern die Rinde sorgsam mit einer Axt ab. Ein Vorgang, für den viel Erfahrung nötig ist. Der Stamm darf nicht beschädigt werden. Nach der Schälung wird jeder Baum mit dem Erntejahr markiert. Erst 9 Jahre später, wenn die Eiche sich regeneriert hat und eine neue Rinde entstanden ist, wiederholt sich der Vorgang. Diese Tradition wird unter den Korkbauern seit Jahrhunderten weitergegeben. Nach 6 Monaten Lagerung, Trocknung und Stabilisierung wird der Kork verarbeitet. Für den Einsatz in Bodenbelägen, als Flaschenkork, in Schuhen, Designobjekten und der Industrie. Zur Weiterverarbeitung wird der Kork gekocht und mehrere Wochen getrocknet und gehärtet. Im nächsten Schritt werden die Rinden zerschnitten, zerkleinert und gepresst. Poren und kleine Unebenheiten verweisen auf die Natürlichkeit des Rohstoffs. Ungebleicht, ungefärbt, chemikalienfrei, ohne Füllmittel. Die Stücke, die später beispielsweise als Korkboden dienen, werden zugeschnitten und abgeschliffen. Dabei entstehen massive und furnierte Korkböden. Die Form des Korkstücks hängt vom späteren Verlegen ab. Dabei unterscheidet man zwei Arten: Klicken oder Kleben. Besonders beliebt sind Böden, die sich mit einem Klicksystem einfach und fest miteinander verbinden lassen. Bei der Klebevariante sollte man auf einen hochwertigen und lösungsmittelfreien Leim achten. Der Energieaufwand zur Herstellung von Korkboden ist sehr gering. Zum Beispiel werden die Trockenöfen sehr oft mit dem Staub beheizt, der beim Schleifen der Korkplatten anfällt. Damit werden auch die Fabrikgebäude geheizt. Recycling vor Ort. Auch als Bodenbelag ist Kork ein wahrer Alleskönner, der in jedem Wohnraum und auch im Büro eingesetzt werden kann. Dank seiner isolierenden Eigenschaften verschafft der fußwarme Korkboden ein wohliges Gefühl. Und seine Elastizität schont die Gelenke. Kork sorgt für ein angenehmes, natürliches Raumklima und für einen erholsamen Schlaf. Auch ist er hygienisch und selbst für Allergiker geeignet. Die glatte Oberfläche hält den Hausstaub nicht fest, sodass sie einfach zu reinigen ist. Korkboden dämmt Geräusche hervorragend und schluckt Trittschall. Der Lärmpegel sinkt, Wohn- und Lebenskomfort steigen. Korkfliesen eignen sich sogar für die Küche oder das Bad.
Hier zahlt sich aus, dass Korkboden so pflegeleicht ist. Einmal kurz nebelfeucht wischen reicht völlig. Zudem ist Korkboden ein sehr robuster Bodenbelag, der sich hervorragend für den Einsatz in Büros eignet. Auch dort kommen seine Stärken und die natürliche Wirkung voll zum Zuge. Korkboden gibt es in vielen Farben und Designs. Von kühl-eleganten über lebendige florale Muster bis hin zu Wohlfühlböden in warmen, hellen oder dunklen Tönen. Für die Wahl des Korkbodens ist das Kork-Logo des Deutschen Korkverbandes entscheidend. Es garantiert, dass der Belag sämtliche Qualitätsnormen erfüllt. Doch eins haben alle Korkböden gemeinsam. Die jahrhundertealte Tradition, Kork in Handarbeit zu ernten, verleiht jedem Korkboden das gewisse Etwas. Denn wie kein anderes Material verbinden Korkböden traditionelle Werte mit innovativer Technologie und modernem Design.